Als ich die Bezeichnung Mensch mit Nazi-Hintergrund gehört habe, war ich so, ey, das bin ja ich. Aber auch erst auf den zweiten Blick, ne? Weil zuerst Nazi-Hintergrund, okay, was hat das mit mir zu tun? Und dann war ich irgendwie erleichtert und musste auch ziemlich lachen, wenn ich mir dachte, okay, Mensch mit Nazi-Hintergrund und ich finde auch ein ziemliches Prachtexemplar. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich den Wipfel einer deutschen Eiche. Und ich habe mich vor einer Weile mit der Deutschwerdung der Eiche beschäftigt und habe mich im Zuge dessen gefragt, welche Befriedigung verschafft uns das eigentlich, andere Wesen zu bezeichnen? Zu sagen, das bist du und das bin ich. Oder eben auch, du gehörst dazu und du nicht. Okay, jetzt haben wir also diese Bezeichnung breit diskutiert und irgendwie scheint all diese Eindeutigkeiten durcheinander zu bringen. Und zu allem Überfluss wird die Diskussion um den Begriff auch noch nicht von Menschen, die in der sogenannten Mitte der Gesellschaft sind, initiiert, sondern von jenen, die immer schon bezeichnet wurden. Naja, das tickt natürlich Abwehrreaktionen, Abwehrreflexe an, ne? Wie so ein Anticken eben, wie ein Antriggern. Und es gab wirklich manche Reaktionen oder Kommentare, da saß ich davor und habe die gelesen und war so, es tut mir so leid. Das klingt ja wahnsinnig anstrengend. Und ich hoffe einfach, du hast beim Schreiben vor lauter Anstrengung nicht vergessen zu atmen. Okay, mich interessiert die diskursive Ebene davon, aber was mich noch viel mehr interessiert ist, es ist halt nicht nur eine rein diskursive Geschichte. Die Geschichte sitzt uns noch in den Knochen. Ja? Also mich interessieren die Abwehrreflexe der Körper mit Nazi-Hintergrund, und zwar sowohl die intellektuellen als auch die physischen. Und von dem Bild ausgehend, die sitzt uns noch in den Knochen, denke ich an die knöcherne Struktur des Körpers. Und diese Struktur ist jene, die existenzielle Ebenen, existenzielle Themen in sich trägt, wie ja, Fragen von Leben und Überleben, von der Befriedigung der Grundbedürfnisse, von Zugehörigkeit und Anerkennung. Und was ist, wenn dieses Gerüst erschüttert wird? Okay, und was ist, wenn wir bei dieser Erschütterung auf einem Haufen Geld sitzen? Oder auch nicht? Wie auch immer. Also was passiert da? Ja. Okay, also für mich ist die Auseinandersetzung mit dem Begriff und wer ihn wieder ins Spiel gebracht hat und welche Analysen und Forderungen daran knüpft, vor allem aber die knöchernen Reaktionen darauf, bezeichnend für eine Kultur der Entfremdung von der eigenen Körperlichkeit. Weil diese Körperlichkeit ist nun mal einfach gezeichnet vom Zweiten Weltkrieg und vom Holocaust und Täterinnenschaft und vertrieben werden und unbedingt zum Volkskörper dazugehören wollen oder auf keinen Fall offen zum Volkskörper dazugehören können, sollen, wollen, dürfen. Einfach weil ja die eigene Existenz davon abhängt und die Körperlichkeit ist einfach von all diesen Verlusten gekennzeichnet und gleichzeitig auch von den materiellen Anhäufungen, die zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Ja, und all das kann angetriggert werden. Also ich würde sagen, Mensch mit Nazi-Hintergrund ist das neue Triggerwort. Und ich finde es ja auch ein bisschen witzig, weil ich meine, Angehörige der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft lieben es ja, mit Triggerworten, aka rassistische Fremdbezeichnungen für rassifizierte Menschen um sich zu werfen. Ob jetzt in ja, schlechter Satire im Fernsehen oder auf Titelseiten von Tageszeitungen, in Kinderbüchern, in der Werbung, im Alltag. Und jetzt ist der Unterschied halt, dass Menschen mit Nazi-Hintergrund halt einfach keine konkrete und bis zu, also beginnt bei Jahrzehnten, bis zu Jahrhunderte, mehrere Jahrhunderte alte rassistische
Unterdrückungserfahrung in sich trägt. Das ist da einfach nicht drin. Ja, deshalb bin ich der Meinung, wir können mit dem Begriff gerne noch eine Weile weiterarbeiten und einfach mal schauen, was er möglich macht. Bei Triggerworten ist es ja so, wir reagieren, ne? Das ist fast wie ein automatisiertes Programm. Wir tun dann das, was wir auch sonst ganz gut können, hämisch werden, giftig werden, mit vielen Fremdworten und tiefgehenden reaktiven Analysen um sich werfen. Also irgendwie alles Reaktionen, die uns nicht wirklich weiterbringen. Das ist nur eine Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Ein Muster halt. Die gute Nachricht ist, es gibt da ein ganz einfaches Mittel. Nämlich einfach einen tiefen Atemzug nehmen. Die Scham spüren, die Schuld spüren, Irritation, was auch immer da ist. Ja. Und vor allem halt den Wunsch zu reagieren wahrzunehmen und sacken lassen. Der ziemlich großartige Viktor Frankl hat ja mal gesagt, dass es zwischen Reiz und Reaktion diese Lücke gibt. Ne? Und wenn wir diese Lücke oder sagen wir diesen Moment, wenn wir das schaffen, den größer werden zu lassen, dann kann was Neues passieren. Dann kann ja was anderes passieren im Denken, im Fühlen, im Handeln. Okay, zurück zur deutschen Eiche. Faszinierender Baum durchaus, über die gesagt wird, und ich zitiere hier die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft. Ein kurzfristiger Gewinn ist mit der Eiche nicht zu machen. Wer sie setzt, muss sehr prinzipielle Zukunftsvorstellungen haben. So steht die Eiche seit alters her für Kontinuität und Stärke. Eher lässt sich der tief im Erdreich verankerte Baum brechen als in Wurzeln. Und es wird auch gesagt, das Holz ist im Allgemeinen gut zu sägen, hobeln, bohren und fräsen. Eichenstaub löst bei manchen Personen allergische Reaktionen aus. Die Trocknung ist zeitaufwendig und bedarf einer erfahrenen Trocknungsführung. Probleme, die dabei auftreten können, sind Risse, starke Formänderungen bis hin zum Zellkollaps sowie dunkelbraune Verfärbungen. Wegen des Gerbsäuregehalts können bei Berührung feuchten Eichenholzes mit Eisen dunkelblaue bis schwarze Reaktionsflecken entstehen.